Hi Lesende, mein Name ist Melanie, ihr seid bei Seitenreise und ich habe heute drei Graphic Novels für euch, die ich gern lesen möchte und in einem kleinen Vlog einfach für euch präsentieren möchte. Und zwar habe ich zwei Sachen von Kay O'Neill. Day ist für Cozy Fantasy berühmt, vor allem mit den Tea Dragons. Und bei der Tea Dragons, beim Tea Dragon Festival, das glaube das zweite Buch mit diesen Tea Dragons ist nach der Tea Dragon Society, geht es um die Figuren aus dem ersten Teil und die eine, Rin, ist eben groß geworden damit mit diesen Teedrachen und hat da überhaupt keine Angst davor, aber einem echten Drachen zu begegnen, ist schon nochmal was anderes. Und dieser echte Drache wurde beauftragt, eigentlich das Dorf zu beschützen, ist aber vor 80 Jahren eingeschlafen und dann wacht der Drache wieder auf und ich schätze mal, die lernen sich kennen und begehen irgendwann das Tea Dragon Festival und ich möchte gar nicht zu viel wissen, ne? Mich einfach darauf einlassen und ihr seht ja dann gleich, was ich darüber denke. Und dann habe ich auch Princess Princess Ever After. Wesentlich kürzer, aber ich bin sehr gespannt. Die eine Prinzessin hat die andere mal gerettet und was sie nicht erwartet haben, ist, dass sie daraufhin beste Freundinnen werden. Und bei den Abenteuern, die sie durch das Land oder die Königreiche erleben, einfach auch merken, okay, wir bringen das Beste gegenseitig aus uns heraus. Und dann gibt es aber anscheinend eine neidische Zauberin. Und dadurch, dass es so kurz ist, möchte ich jetzt gar nicht zu viel darüber sprechen, sondern es einfach erstmal erleben und dann sagen, warum oder warum es mir nicht gefallen hat. Wobei ich das Letztere kaum glaube. Und dann habe ich hier noch The Deep and the Dark Blue von genau, Nikki Smith. Als Hinweis, alle drei Sachen sind von Saskia ausgeliehen. Day sammelt die super gerne und ich habe dann Nutzen davon. Hier geht es darum, dass Zwillinge, nämlich Hawk und Grayson, nach einer politischen Intrige fliehen müssen, um nicht ebenfalls getötet zu werden und leben dann als Hannah und Grace. Und sie landen bei, wie hieß es? Communion of Blue, also die Gemeinschaft des Blau, vielleicht übersetzt. Eine Gemeinschaft von magischen Frauen. Und es ist dann so, dass die beiden immer mehr über die Gemeinschaft lernen und auch über sich selbst. Und Hawk, ja, Hawk, möchte am liebsten zurück und die Familie rächen. Und Grace merkt dann, vielleicht möchte ich das gar nicht und vielleicht möchte ich auch lieber eine Frau sein. Und ja. Und an einem Ort bleiben, an dem sie endlich als Mädchen leben kann. Und ja, ich bin super gespannt und werde mir das aber für den Schluss aufheben, denke ich. Und ja, wir sehen uns in 2 Sekunden oder so, wenn ich dann die erste Meinung euch liefern kann. Und ich fange an damit, weil ich in der Welt schon grob drin bin und einfach Lust drauf habe. So, ich habe jetzt das Tea Dragon Festival beendet und war das wieder schön. wir haben hier, ich dachte erst, es sind dieselben Figuren wie aus dem ersten größeren Band, aber das ist gar nicht so. Ich habe trotzdem sehr schnell die Figuren lieben gelernt. Wir befinden uns hier in einem Bergdorf. Und folgen hauptsächlich Rin, die halt Köchin werden möchte, bevor ihre Eltern wieder nach Hause kommen und die Zutaten sammelt. Und bei einer der Erkundungstouren und Sammelrouten findet sie durch Zufall eine Hütte und darin einen Drachen. Und dieser Drache ist 80 Jahre lang schlafend gewesen. Und hat jetzt ein super schlechtes Gewissen, weil er wurde dahin geschickt, um das Dorf zu bewachen. Und
hat halt nicht funktioniert, ne? Und dann wird halt erkundet, warum ist es so? Der Onkel und ein Freund von Rin kommen auch und versuchen, ein Wesen zu finden, von dem sie gehört haben, das halt in der Lage ist, andere jahrzehntelang in Schlaf zu versetzen. Und so verbinden sich diese beiden Handlungslinien und wir folgen Rin. Und bei dem Namen des Drachen muss ich noch mal kurz schauen. Aiden. Und es gibt einen Satz hier, das ist am Ende von Kapitel 4, den möchte ich euch ja mal vorlesen, weil ich finde, der beschreibt sehr gut, worum es in diesen T-Dragon-Novellen oft geht. Just because something comes easily to you does not mean it has no value. You find it effortless because you love it and that's why it is your gift. Und ich habe das Gefühl, das ist so ein bisschen immer die Message der Comics, dass man einfach erkennt, was ist denn eigentlich etwas, was ich gut kann. Und nur weil es für mich leicht ist, bedeutet das nicht, dass es nicht was Besonderes ist. Und ja, das macht richtig viel Spaß, da immer das zu lesen und lässt einen halt auch selbst ein bisschen reflektieren, was man gut kann und ob das vielleicht auch eine eigene besondere Kraft ist. Das hat mir, wie gesagt, sehr gut gefallen und jetzt ein schönes Gefühl gegeben. Und ich werde weitermachen eben mit Princess Princess Ever After. Ich bin gespannt, wie es auf sehr wenigen Seiten, 53, diese Geschichte erzählt wird. Und wir sehen uns gleich. Bitte. Eins ist klar, ich brauche die auch selbst. Also ich liebe die T-Dragons, aber das ist jetzt so großartig empowernd und süß und unerwartet und einfach wunderbar. Also also was im Klappentext steht, dass Sadie und Amira das Beste aus sich herausholen, ist definitiv wahr. Und ich habe auch etwas gequiekt, als die diversen Parteien sich gezeigt haben und entwickelt haben und dann im Epilog wieder auftauchten. Und doch, 64 Seiten oder wie viel es jetzt waren, sind definitiv ausreichend, um eine wundervolle Geschichte zu erzählen. Und ja, eventuell bin ich arg verliebt gerade. Und ja. Ja. Dann fange ich jetzt mit dem dritten an. Das ist die Dixon Comic. Und bin einfach mal sehr gespannt. Ich werde parallel auch was essen, weil ich habe heute noch nicht gefrühstückt und es ist schon, ich glaube, an die 12 Uhr. An die 12 Uhr. You know what I mean. Und ja, werde euch dann in ein paar Augenblicken berichten, wie mir dieser Comic noch gefallen hat. So, letztes Update für diesen Mini-Vlog. Man kann es nicht mal Vlog nennen, aber ich habe drei Comics beendet. Ich habe jetzt The Deep and Dark Blue beendet und ja, die Dicke ist gerechtfertigt. Das ist eine Geschichte, die mir sehr viel auch Freude gebracht hat. Ich liebe die Zeichnungen, ich liebe die Farbgestaltung, gerade es hat sehr viel Blautöne und auch Pinktöne und zwischendurch dann halt Auflockerung mit Grün und Beige und so. Aber es macht richtig viel Freude, diese Farbenpracht zu beobachten. Ne? Hier ist extrem
cool auch eine Lore dahinter, eine Art Schöpfungsmythos, eben mit dieser Communion of Plu und wie diese Magie in die Welt kam und die verschiedenen Arten der Aufgaben dieser Gemeinschaft. Und das hat mir total gut gefallen. Außerdem haben wir hier eben Transrepräsentation, weil Grace sehr schnell merkt, dass sie eben ein Mädchen ist und sein möchte und Hawk halt eben nie diese Verbindung findet und immer zurück in sein altes Leben möchte und Grace eben nicht. Sie mag das neue Leben und fühlt sich zum ersten Mal verstanden und zu Hause. Und es gilt aber immer noch, die Lüge aufzudecken, die eben Mirelle als Usurper, als diejenige, die den Lord getötet hat und das Ganze dem großen Bruder von Grace und Hawk in die Schuhe geschoben hat. Und ja, wie da die Pläne entstehen, wie die Entwicklung der beiden ist und das auf so eine kurze Zeit trotzdem. Und ich hatte einfach sehr viel Vergnügen mit den beiden Figuren. Sie sind auf ihre Art nachvollziehbar und total verständlich, wieso sie so handeln und denken und Gefühle haben, die man eben erst wirklich benennen zu lernen muss. Und ja, was ich hier auch total schön finde, ist einfach diese Repräsentation von Trans und auch ja, Gemeinschaft, die eben nicht Wert darauf legt, was du warst, sondern darauf, was du kannst. Und ja, hat mir einfach sehr gut gefallen. Es sind auch sehr viele diverse Figuren drin, von BIPOC, alles Mögliche und von dieser Gemeinschaft, die einfach so viele Möglichkeiten bietet. Und ja, wie aus einem Zwang, um sich zu verstecken, eben auch für Grace eine Möglichkeit, ihr Leben ohne Scham zu leben, entsteht. Und ja, das hat mir sehr gut gefallen. Wenn ich das Ganze jetzt ranken müsste in einer Reihenfolge, wie es mir am besten gefallen hat, würde ich glauben, also ich habe alle drei Comics sehr, sehr, sehr gemocht. Und es ist jetzt einfach so, welchen Impact es genau hatte. Und ich würde als erstes eben Princess Princess Ever After setzen, weil ich unfassbar erstaunt bin, auf wie vielen Seiten so eine intensive Geschichte erzählt werden kann, mit so unterschiedlichen Charakteren, die sich dann finden, die Humor zeigen, die einfach, also das hat wirklich mich begeistert. Und wie hier eben auch mit Genderrollen gespielt wird und die hinterfragt werden und man einfach entdecken kann, was für einen das Richtige ist. Dann eben The Deep and Dark Blue, weil auch hier hat mir einfach diese Geschichte gefallen. Also was hier geschafft wurde, auf 64 Seiten zu schaffen, ist hier mit nochmal sehr viel mehr Weltenbau und Lore und Gefühl geschafft worden, gezeigt zu werden. Und ich bin durch die Seiten geflogen und habe teilweise aber auch die Seiten einfach stehen lassen und offen gehalten, weil ich so in den Farben mich verlieren konnte. Das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Und als drittes, The Tea Dragon Festival. Dass es jetzt an dritte Stelle kommt, bedeutet nicht, dass ich es schlecht finde. Ich habe auch hier ein richtig schönes, warmes Gefühl gehabt und finde vor allem hier die Geschichte, die erzählt wird, die Handlung einfach richtig klasse. Auch hier gibt es richtig coole Repräsentationen. In dem ersten, das da hieß, The Tea Dragon Society, gab es ja Repräsentationen in Form eines Menschen im Rollstuhl und auch noch diverse andere Sachen. Und hier haben wir zum Beispiel Gebärdensprache, weil einer aus dem Dorf stumm ist. Und das ganze Dorf hat sich da
adaptiert und es wurde auch gezeigt, hier am Anfang, dass wenn die Sign Language mit dieser Sprechfarbe gezeigt würde, dann ist es wirklich nur Sign Language und wenn hier diese gelbe Kästen eher sind, dann ist es Sign Language und Sprache, damit auch andere oder also halt einfach diese Verbalisierung von, okay, zum Beispiel, ich liebe dich oder so. Das fand ich auch ein super schönes Konzept, das richtig gut umgesetzt wurde. Also das Konzept gibt es ja, aber halt die Umsetzung davon, wie das auf eine farbige Fläche in einen Comic transportiert wurde, richtig super. Und ja, ich kann alle drei empfehlen. Sie sind alle queer und von queeren AutorInnen. Und ja, ich hatte jetzt sehr viel Spaß damit und möchte mir definitiv die eine oder andere kaufen und von der einen oder anderen Künstlerin noch mehr kaufen. Und von der einen oder anderen Künstlerin noch mehr kaufen. Ja, also auf jeden Fall diese hier. Und hier habe ich auch ein paar auf der Wunschliste. Und das ist etwas, was sich Saskia letztes Jahr auf der Comic-Con geholt hat. Und dieses Jahr möchte ich da wieder hin und werde mir dann hoffentlich auch ein oder zwei von der von Nikki Smith besorgen können. Das war's. Ein kurzes, hoffentlich kurzes, knackiges Video und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, behaltet den Regenbogen im Herzen, die Toleranz im Kopf. Wir sehen uns. Tschüss.